Ihr fragt mich immer, wie mein perfekter Döner aussieht und genau das zeige ich euch heute. Als allererst habe ich hier ein kleines Pita-Brot, das kann man in jedem Laden kaufen. Und da kommt jetzt die Soße drauf. Die besteht aus Joghurt, Gewürzen und einem kleinen Schuss scharfer Soße. Als nächstes Hähnchenbrust, natürlich ohne Öl angebraten, damit wir auch schön Dönerfleisch haben, aber mit Dönerfleischgewürz natürlich. Ein bisschen Leitschafskäse, ein bisschen Gemüse, noch mehr Fleisch, noch mehr von dem Käse. Dann noch ein Schuss Soße, dann noch mehr Gemüse, noch mehr Fleisch, noch mehr Soße und natürlich scharfes Gewürz. Und da ist das Ding. Also wenn der nicht gut aussieht, dann weiß ich ja auch nicht. Und dieses ganze Ding hier hat nur 500 Kalorien. Und mit Rezepten wie diesen hier habe ich es geschafft, schon dieses Jahr 17 Kilo abzunehmen. Wenn du das auch möchtest, wenn du endlich abnehmen willst, dann geh mal auf